Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Linux Mint stellt für Linux Mint 20.3 eine neue ISO-Datei, eine zusätzliche ISO-Datei zur Verfügung. Die nennt sich Edge. Der Name Edge sagt ja eigentlich schon alles. Wir gehen an die Grenze. Normalerweise wird Linux Mint in der neuen Version 20 mit dem Kernel 5.4, das ist ein LTS-Kernel, ausgeliefert. Die Edge-Version nun, für die es ebenfalls eine ISO-Datei gibt, verwendet den Kernel 5.13. Für wen ist diese Version gedacht? Ja, für alle, die eine so neue Hardware nutzen, dass der 5.4er-Kernel überhaupt nicht mehr bootet. Sprich, das ganze System ist damit unbrauchbar. Genau für diese Nutzer wird eben dieser neue Kernel zur Verfügung gestellt. Das ganze System ansonsten ist eigentlich gleich. Der ganze Rest von Linux Mint ist absolut identisch. Es geht also nur um den Kernel. Bei den Installationsanweisungen gibt es dann auch gleich eine Warnmeldung. Linux Mint Edge ist nicht so stabil wie die normale Version und unterstützt nicht so viele proprietäre Treiber. Man soll es deswegen nur benutzen, wenn die normale Version absolut nicht starten will. Deswegen ist der Download-Link auch ein bisschen versteckt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn euch der Inhalt gefällt. Anwender, die Linux Mint schon länger nutzen, müssen aber nicht auf den neuen Kernel verzichten. Wie gehabt, gibt es die Möglichkeit, den Kernel auszutauschen. Ihr findet das entsprechende Menü in der Aktualisierungsverwaltung unter Kernel. Dort steht dann nicht nur der 5.13er Kernel zur Verfügung, sondern noch viele andere Alternativen. Aber auch in diesem Fall gilt, wechselt den Kernel nur, wenn es wirklich einen plausiblen Grund dafür gibt. Weitere Linux-Nachrichten findet ihr in der entsprechenden Playlist auf meinem Kanal. Aktuell ist gerade Linux-Nachrichten 1 2022 mit vielen Nachrichten über verschiedene Distributionen. Wer eine Einstiegshilfe zu Linux Mint braucht, für den ist vielleicht mein Buch Die Schnellanleitung Linux Mint für Einsteiger geeignet. Könnt ihr euch mal anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut!